Okay, ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und viele Kommentare zu dem Thema gelesen. Als erstes muss man wohl sein Pet auf Passiv stellen, habe ich gerade getan. Dann auf den Krokolisten zu. So. Dann das Ding aufstellen. Dann patschen. Und? War wohl nix. Nächster. Mein Pad jetzt mal ganz weg. Und probier es dann mal alleine. Also die Leute haben ziemlich über diese Quest geschimpft. Manche meinten halt, man muss das Pad wegtun. Man darf nicht schon Schaden machen, bevor das Totem steht. Alles Mögliche. Es dürfen keine Dots drauf sein. Es muss genau dann sterben, wenn es diesen Debuff da auf sich drauf hat. Keine Ahnung. Ah, jetzt. Weiß ja nicht, ob das Zufall war. Egal, wir versuchen es. Ui, das ist dieser Saufette. Ah, Hilfe. Das war jetzt vielleicht nicht so geschickt, dass ich mir den ausgesucht habe. Zählt wahrscheinlich eh nicht, hätte ich gesagt. Jetzt benutze ich mal so ein Leinenverbändchen. Barfoot habe ich jetzt leider keins mehr, nur das da, das mir eben Gesundheit gibt. Okay. Suche ich mir mal ein anderes Kroko. Aber vorher muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Leben haben. Sonst könnte es eng werden. Ah, der hat mich doch schon im Visier, der Schlingel da. Nee, doch nicht. Ach, dann esse ich mal so eine Krebsschere. Bis ich wieder voll fit bin. So, nochmal. Koko rankommen lassen. Totem. Drauf. Na, super. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob gerade der Debuff drauf ist. Vielleicht muss der ja auch gar nicht drauf sein. Früher hatte das Ding wohl eine Abklingzeit von einer Minute. Das ist ja zum Glück nicht mehr so. Da. Totem. Action. So. Na? Jawohl. Gut. Das ist halt ein bisschen blöd ohne Pet. Das heißt, man muss es komplett selber erledigen. Man kann die Quest natürlich auch machen, wenn man dann ein bisschen höher ist als Low-Level-Quest. Aber so geht es zur Not auch. Es dauert dann halt ein bisschen länger. Jo. Na klar, sonst wären die Jäger ja schon im Vorteil hier. Bei Hexern geht's wohl auch nicht. Lauter tote Krokilisten liegen hier rum. Jo, wenn ich hier auf Respawn warte, könnte ich hier ein paar Grimm-Totems killen, da vorne.
Jo, die Grimm-Totems kann ich ja mit Pet töten. Und dann packe ich das Pet wieder weg, wenn es da unten weitergeht. So, nehmen wir den Wolf. Und der darf jetzt wieder helfen. Beziehungsweise gleich angreifen. In der Zeit kann ich dein Leben regenerieren. Auch nicht schlecht. So, auf den da bitte. Zack. Hast du gerade so laut geknurrt? Na gut, einer geht noch. Beziehungsweise kann ich das ja machen, bis ich volles Life habe. Wie ist da unterwegs? Oh, ein 40er. Schwupps. Hier sind wohl noch keine neuen Krokos. Nee, sieht nicht so aus. In der Nähe von Tabetas Haus müssten aber mehrere sein. Da, wo ist denn das Haus? Hier irgendwo, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, da hinten sind jedenfalls Krokos. Packe ich jetzt mein Pad wieder weg. Ist halt ein bisschen umständlich, ne? So, tschüss. Und dann geht's hier weiter. Ist das zum Sammeln? Nee, das war mal zum Sammeln. Okay, er hat mich. Totem drauf. Ja, okay, 4 von 10 habe ich jetzt. Normale Krokos müsste ich eigentlich 2 schaffen. Beziehungsweise kann ich das Totem ja mitnehmen. So. Zum nächsten. Ups. Ja, einen dürfte ich noch schaffen. Na, siehst du mich? Gut. Kann ich mir ja gleich eine Gabe der Nahrung verpassen? So. Und weg. Okay. Okay, einen schaffe ich noch. Danach muss ich mich wieder etwas regenerieren. Da. Na, noch ein. Bin etwas ängstlich. Hole ich dann lieber mein Tier raus. Falscher Knopf. Hier. Wölfchen raus. Oh, der hat nur so viel Life wie vorhin. Schade. Ja, wäre ja fies, dann würde man den immer reintun und dann hat er volles Life und dann würde man ihn wieder rausholen. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal noch unser Gift. Wirklich schöne Tiere sind das.
Da geht's weiter. Ich brauche ein Ziel. Ui, hat gar nichts gedroppt. Die Nase. Na gut, gehen wir mal zu einer Spinne. Vielleicht haben wir bei der mehr Glück. Juhu. Na? Gut. Ich meine, diese Drangenschlachen hier, diese Drachenschlangen hatten eigentlich auch immer ganz gut gedroppt. Okay. Noch zwei Stück. Wenn ich dann volles Leben habe, gehe ich wieder runter zu den Krokis. Mein letztes. Da. Das Drachendüster. Gut. Ui, nee, der hat nicht gedroppt, nur ein Schneiderrezept. Weg damit. Dann versuchen wir doch mit diesem giftigen Schredder unser Glück. Yeah, fertig. Aha, da oben scheint auch das Haus zu sein, da ist jetzt das Fragezeichen. Dann schnapp ich mir hier noch ein paar Krokos. Vorher hielt ich noch mein Pet, damit das dann richtig schön viel Life hat, wenn ich es wieder aus der Tasche ziehe. So. Tschüss, Wölfchen. Und hallo Krokodile. Dum-di-dum-di-dum. Ich stehe hier ganz dumm rum. Kein Krokodil sieht mich. Da. Oh, ich habe ja schon 8. Brauche ich jetzt nur noch 2. Da ist einer. Huhu. Oh, ich muss im Gebiet der Morast sein. Ah, das ist wieder das große Teil. Nein! Och, Menno. Toll. Ich stelle mich jetzt tot. Puh. Irr. Jetzt haben die zwei mich in Ruhe gelassen. Jetzt regeneriere ich aber nicht so schnell Leben. Aber ist egal. Ich bleibe jetzt erstmal da liegen. Bis das dicke Kroko verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob der da jetzt seine Runden zieht. Okay, ich mache mir erstmal eine Gabe der Nahrung. Und so ein Verband. Dann sieht die Welt schon mal anders aus. Ja, ohne Tier bin ich ganz schön aufgeschmissen. Man ist das immer so gewöhnt, dass das Tier die Aggro zieht und einem hilft. Und plötzlich bist du ganz alleine. Ist schon derbe. Kann mich noch nicht wieder bandagieren. Grrr. Okay, dann esse ich meine zweite Krebsschere. Dann ist die auch weg. Und tschüss. Mache ich die Fallen eins höher? Ach nee, ich mache mir dann darunter wieder Barfoot, wenn ich wieder welches habe. Jetzt sieht es wieder gut aus. Jetzt kann der nächste Krokilisk kommen. Der hier.
Ich hätte ja den einen auch einschläfern können, hier den Dicken. Aber ich war gerade so panisch, da ging gar nichts mehr. Also, nächstes Mal schläfere ich den Dicken ein. Da hinten ist das Haus. Jetzt brauche ich noch ein Krokolein. Warte ich, bis der Dicke weg ist. Und ich muss ja wieder in das andere Gebiet rein. Da hat mich doch schon einer am Schlawittchen. Okay. Och nö. Komm. Ah. Hier bin ich jetzt nicht im Morast. Och, leck mich doch am Ärmel. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Da war ich noch im Morast. Ja, da geht der los. Okay, dann darf ich nicht so weit darüber. Geht da echt nur bis hier. Super. Dann hoffe ich mal, dass da vorne wieder ein paar neue Krokilisten gespawnt sind. Ui, was habe ich denn da bekommen? Ein Umhang. Ist der denn jetzt bitte? I, ein blutiger Lederstiefel. Hier, Ausdauer und Willenskraft. Na ja. Nee, danke. Ich habe ja fürs nächste Level schon einen ganz guten Umhang. Wenn ich jetzt hier keine Krokus finde? Doch, da sind noch welche. Da hinten ist wieder Schlammwühli. Der zieht seine Runden. Na, wo will der hin? Dann gehe ich einfach darüber mit dem Drachen. Hier. Gut. Ist ja gar kein Drachen, das ist ein Rachen. Ich habe irgendwie Drachen gelesen. Öh, zack. Super, endlich. Nee, erst hole ich mir mal mein Pet. Komm hier, Wölfchen. So. Jetzt gehen wir auf das Teil. Noch nicht. Komm. So. Jetzt geht's hier vorne auf die Grimm-Totems. Den brodelnden Sumpf, Tralala, Schlamm ignoriere ich mal. So, wo geht's hin? Da. Schauen wir mal, wie viele von denen ich jetzt noch klein krieg. So. Ach, ist das schön, dass ich wieder mein Pet dabei habe. Das war ja kein Zustand. Hier waren wir ja letztens schon mal. Jetzt habe ich die Hälfte. Jetzt brauche ich noch mal sechs. Ne? Okay, der kommt schon von alleine auf uns zu. Da hinten sind noch mehr Zerstörer der Grimm-Totem. Wolli. Ey, Wölfchen schlappt gerade ein bisschen ab. Da hielt ich den doch mal etwas. Okay. Ja, 1000 müssten eigentlich reichen. Für so ein bis zwei von diesen Grimm-Totems. Aber ein bisschen heilen schadet ja nie.
Jetzt auf den letzten Grimm-Totem. Jetzt müssten wir ja unsere Quests ja schon soweit haben. Ist da einfach noch einer aufgetaucht? Ist ja wohl ein Junior. Ey. Okay, ist hier ein Schurke in der Nähe? Oder was war das gerade? Ist denn mein Leuchtfeuer? Wo ist mein Leuchtfeuer? Da. Ich das auf mich selber drauf gehabt? So. Ah. Cool. Nee, da ist nichts. Das war wohl einfach nur von dem Fuzzi. So, auf den Säbler und zurück zu Tabitha. Super. Nicht gegen die Wand hoppeln. Da. Drei Fragezeichen. Sehr schön. Ups. Da sind wir. Jetzt gehe ich erstmal rein. Und trinke mit Tabitha ein Teechen.